Jo Leute, ich bin's wieder von der Kanokrill und herzlich willkommen zurück hier bei Monster Hunter Tri Ultimate. Und ihr seht schon, was da auf unserem Rücken glänzt. Ich habe den Namen vergessen. Es ist die Warte, warte, ich auferstehende hab's auf dem Gamepad. Seele. Auferstehende Seele, exakt. Ja. Klinge des Donnergottes glüht blau bei Trägern mit der Seele des Blitzes. Ja, genau, wir haben dafür gefarmt, die paar Donnerscheine von dieser Doppel-Giginox-Quest, die ihr im letzten Part gesehen habt. Dann auch ein bisschen Zinnoker-Zeug und ein paar Erze, aber war nicht allzu schwer. Genau, Und das Lichtkristall LS. braucht ihr. Ja, genau, das LS ist eigentlich ganz nice hier mit zwei Slots und so weiter. Also kann man nicht nein sagen. Ja, genau, ich habe übrigens seit dem letzten Part noch meine Rüstung weiter aufgewertet, also von den Skills her. Habe jetzt kritisches Auge plus zwei Bombardierer, Schnellschärfen, Scharfschwert und Ohrstöpsel. Ja, ich habe auch ein bisschen umgeslottet und mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja, dass dieses LS hier ja zwei Slots hat. Das heißt, ich kann hier noch Bombardierer für die Bomben reintun. Das wäre nicht schlecht, genau. Und zwar haben wir jetzt dann bester Ohrstöpsel gegen Diablos, kritisches Auge plus zwei, Bombardier, Scharfschwert und den Negativskill Hundepaddler. Aber da die nächste Quest in der Wüste spielt, ist dieser Skill eigentlich vernachlässigbar. Warum hast du eigentlich diesen seltsamen Skill und ich nicht? Du meinst Hundepaddler? Ja. Der ist bei meinem Talisman drin, minus 10. Ach so. Wirklich. Gehör plus 4. Ich würde mich voll schämen, wenn ich solche Garsting-Talismane. So, okay, wie dem auch sei. Oh ja, welche Quest müssen wir denn machen? Es ist, ich zeig's euch mal kurz. Hier die Quest. Wüsteneinsamkeit. Oh, jage einen Sandbariot, Sandbariot, Sandbariot. Und einen schwarzen Diablos. Eine schwarze Diablos, genau. Du Conny. fucking racist. Cornelius, Nein, ich wollte das gerade als geilen Übergang bringen, damit du erklären kannst, was wir jetzt Tolles Neues gemacht haben, du Aff. Genau, und zwar, vielleicht fällt euch auf, eine schwarze Diablos. In den früheren Teilen war es der schwarze Diablos. Das heißt, zumindest hier hat sich mal Capcom bzw. das Lokalisierungsteam ein bisschen mit Monster Hunter selbst beschäftigt, denn die schwarzen Diablos sind eben die Weibchen in der Brutzeit, genau. Oder in der Brunftzeit. Brunftig? Ich lache gerade. Wie so goofy. Wie so Oh Gott. goofy. 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 Ja, auf jeden Fall haben sie das halt angepasst. Finde ich ganz nice, dass sie da ein bisschen Oh so Gott. die Geschichte von Monster Hunter quasi mit einbezogen haben. Und ja. Nein! Ich habe ein gebratenes Steak umsonst gegessen. Wieso? Ja, weil ich Was dachte, die davon? Ausdauer muss voll werden. Ja. Sie war Das schon habe voll. hab ich mir mittlerweile schon angewohnt, dass dieser garstige Balken nicht über den Ach so, ich ganzen dachte Bildschirm. jetzt, umsonst ein gebratenes Steak zu essen. Natürlich, ich habe ja genug davon. Ja, eben. So, hier dürfte dann eigentlich die schwarze Diablo spawnen. Gleich mal ein Heißgetränk reinzischen davor. Oh ja. Ist sie da? Okay. So, hier Oh, gleich mal sieht voll markieren. nice aus. Ah, ich habe keine Sonics dabei. Ja, ich auch nicht. Ich habe heute schon irgendwie drei Diablos gemacht und haben alle meine verbraten. Schäbiger Affe. Oh je, und ihr seht, ich spiele mit Langschwert. Ich bin überhaupt gar nicht drin in Langschwert, aber Dave hat mich gezwungen, dass ich hier diese Eventwaffe eben verwende, die wir euch letztens gezeigt haben. Mal schauen, wie es letztendlich dann ausgehen wird. Spätestens wenn Oh, die nein! in den Rage-Mode wechselt, bin ich, glaube ich, ziemlich geliefert. We'll see. We'll see. Auf jeden Fall sieht die Klinge sehr nice aus, gefällt mir richtig gut. Finde ich eben auch. Und da bei der Nacht, da müssen wir die doch eigentlich fast nutzen. Und wir Ja, könnten kannst eigentlich du. jetzt gleich mal Schockfalle nehmen und unsere ersten Bömmchen. Oh fuck! Oh no, der Sandbario. Sandbariot! Ist da, hast du Dungbömmchen. Ja, ich schon hinter seine Kieme hier Okay, ich werfe ihm auch gleich geplaced. mal noch eine drauf zur Sicherheit. Ich habe genug. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Exakt. Oder kann der Diablos gar nicht mehr. Ich meine, mich erinnern zu können, dass der Diablos hier drin hängen konnte. In Try. Ah, ich weiß es nicht. Bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Du bist ja bei Try sowieso jetzt nicht so Ja, ultra eben. der in Ach, hier Form. gibt es ja diesen komischen Elan-Modus, wenn ich mich recht entsinne. Oh, beim LS gibt's Elan. Ja, keine Ahnung. Das ist Come quasi. clear, Sherlock. Oh Ah. ja. Ich versuche mal da den da hoch zu locken, vielleicht klappt's. Bin eh keine große Hilfe hier mit meinem garstigen GS-Skills.
so. Bin übrigens gerade am Tail-Cutten versuchen. Wie das Altarrot gerade zerfetzt, du. Huch. Ey, und ich sehe gerade, unter, wenn er unter dem Sand ist, kann man die Fokussierungsfunktion scheinbar nicht nutzen. Zumindest ging es bei mir gerade nicht. Genau. Das ist korrekt. Wusste ich noch gar nicht. Hast du wieder was gelegt? Ich wurde völlig vor den Kopf geschlagen. Gestoßen. Er kommt. Er kommt. Nee, aber der kann da nicht drin hängen bleiben. Doch, kann er schon. Ein Tri-Cont, das bleibt mal da oben. Jetzt vielleicht rennt er auf zu dir. Ich versuch mal ihn auch dahin zu lotsen. Ich bleib mal hier stehen. Jetzt hat. Scheiße. In Try ging es, ich verspreche es dir. Nichts funktioniert. Schau dir den alten Try-Walk an. Nein, ist ja nicht. Doch. Mit 480 BFHD. 480 BFHD, natürlich. Vielleicht tue ich ihn irgendwann mal upscaled hochladen in 4K. Nein, wo ist es? Ah, nein. Oh, fuck, macht das Schaden, ey. Dann hätte ich gern mit meiner Gunlands gespielt, da kann ich mich hinter dem Schild verstecken. Ja, du Alter. Aber hier bin ich ausgeliefert. Du Frechdachs. Hilfe. Bald liefern. Oh je. Ich halt gar nicht klarkomme mit dieser komischen Waffe hier. Das Lustige ist, wir sind jetzt hier halt bei Black Diablo oder so und die anderen haben das Spiel noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sind. Ja, Ruhe. Das Gehate in den Kommentaren und auf Facebook geht mir schon ziemlich auf den Kopf. Ja, ja. Ihr müsst wissen, heute wurde die ersten zwei Parts hochgeladen. Bei mir und bei Cornelius eben die ersten zwei Online-Parts. Mhm. Also heute ist quasi der 18. Ich finde es immer ganz interessant, dann im Nachhinein das zu wissen. Ja, finde ich auch. So. Weil ich noch übel reinzwiebeln, pass auf, ey. Nee, okay, der haut ab. Ich wusste es doch. Natürlich. Ach, ich habe wieder keinen Live-Powder dabei, du Idiot, erinnerst mich auch nie dran. Ja, ich hab welche dabei. Na schön. Du hast deinen Kopf nicht, dass es nicht reinregnet. Ich hab mir extra einen Hut aufgesetzt. So, hier ist wieder Sandbario. Sandbario! So, gleich ist mal hier Dunkbäumchen. Ich hinterher. Oh nein, der Ding ist, der Black Diablo hielt sich da hinten. Nein, der ist doch nur, oder? Das ist doch Stamina auf. Ja, Stamina, aber doch kein. Ja, aber er liebt es. Und ich verabscheue es, wenn das nicht. Schreckensvirales liebt. Schreckensvirales. Och, bitte nicht. Wir werden jetzt heute Abend nämlich noch rausfinden, ob der jetzt wirklich Diremiralis, wie er cool heißen. Diremiralis. Ach, weißt du, was bist du eigentlich für einen? Das hättest du ja gesagt, dass ich healen soll oder so. Ja, ich war gestunt, ich konnte nichts machen. Ja, warum hast du nicht gesehen? Du konntest nicht reden. Gestunt war. So gestunt in real. Life. Hauptsache irgendein Scheißlaber. Oh nein, wo ist er? Nein, verdammt. Ich rede erstmal hier mit dem Ältesten, ich hab keine Lust mehr auf den Kampf. Was kann ich für dich tun, Jäger? Schätze, beweg deinen Arsch! Kämpfe gegen die schwarze Diablo, hey, cool, der hat mir eine Ration geschenkt und eine Felvine-Bombe. Jedes Rationchen macht der Typ. Und noch der Felvine. Komm her, ich hab gleich Tailcut. Ja, Tailcut. Wo ich einfach den Braten gerochen habe, beziehungsweise den Tail. Ach Mist, ich hasse es. Jetzt habe ich wieder nur 100 Gedöns. Nur weil du mich dazu gezwungen hast, mit diesem blöden LS zu spielen. Ja, du kannst auch mal Abwechslung in deine Parts reinbringen. Nein. Sonst gucken bald alle bei mir. Natürlich. alle so, ich stehe so im Kopf, irgendwie die, was so 30 Parts oder so, dann irgendwann mal online, irgendwie so, unter jedem Part so 5, weil ich hasse gar nichts. Und jedes Mal, irgendwie jeder Kommentar von diesen 5 wiederum 50 Likes. Natürlich. Ich verabscheue gar nichts, Fuß ist sperrig mit einer Waffe, ich habe schon 60 Parts im Voraus. Ja, nein, also im Dorf hatte ich wirklich eine gute Mischung hier. Aber ich will hier einfach richtig mit der Gunlands trainieren. Und ja, LS ist ja allgemein nicht so mein Überfavorite. Ja, aber ich wechsle ja auch die ganze Zeit und versuche mich anzupassen. Ja, das ist schön für dich. Ja, weil es einfach viel mehr Spannung reinbringt und viel mehr Übung und viel mehr Können, wenn man halt so mit verschiedenen Waffen geil abgehen kann. Ja, so halb gar abgehen wie du, meinst du? Ja, eben, so halb so geil wie ich, weil ganz so geil geht einfach gar nicht, das weißt du doch einfach. Brauchst das gar nicht immer wieder... Tut mir leid, Sensei. Ja, Schüler. Schnell weg, ach hier kann man auch so Schweigen. Was kann man? Aus der Seite ausweichen, so. Ah, wo ist er hin? Da hinten. Chacha los, ach Kayamba ist wieder nicht da, der Affe. Ja, wo ist der eigentlich? Ja, der hielt sich die ganze Zeit, der hat genug von... Und dann in Spitz. Nein, jetzt ist er da, sehr gut. Nein, jetzt ist er wieder Rage-Mode, ich will ihn nicht. Der hat wahrscheinlich genug davon, von Chacha in die Luft geschossen zu werden. Das ist natürlich auch. So, jetzt versuche ich mal hier den Elan hochzukriegen, immerhin weiß.
Schnell weg. Ah, gut, er haut ab. Jawohl. Läuft doch eigentlich ganz gut, ja. Also ja, bei mir läuft. Ja, natürlich, ich versterb die ganze Zeit. Ja, ach was, du bist halt einmal gestorben, es ist doch keine Schande, wenn du gerade mit LS wieder ja, mal losspielst. Das ist einfach voll geil, das LS, das sieht einfach Porno aus. Das könnte ja, gerade 4K sein. Das sieht gut aus, aber ich will damit nur rumlaufen und rumprollen und es nicht verwenden. Mensch. Ach ja. Du musst lernen, deine Kräfte zu fokussieren. Ach gut, St. Bariot kommt hierher. Dann haben wir hier freie Bahn. Wo ist er denn? Du könntest den einen, warte mal, du könntest doch den Black Diablos auch, egal, painten, wollte ich sagen. Da ist er, da vorne ist er. Ich glaube, ich hau dem jetzt mal eine Shocktrap. Nein, ich hab keine. Hast du noch eine Shocktrap? Ja, zwei, aber okay. Das. Alter, wie schnell das abgeht. Der Fug, wie kann er schon tot sein? Es ist schwarze Diablos. Es ist die schwarze Diablos, stimmt. Ja, ich meine, die ist eigentlich so voll ultra, mega krass stark. Ich meine jetzt gerade den Unite zum Beispiel, irgendwie so voll unbesiegbar, 40 Minuten zu viert. Natürlich. Ja, aber dann können wir unsere geilen Bomben beim St. Bariot einsetzen. St. Bariot Action. St. Bariot Bombing Action. ihr müsst nämlich wissen, die meisten wissen das nicht, ich wusste es auch nicht. Und zwar dieser Skill der Bombardierer bewirkt... zum einen nämlich, dass die Brachydios, Brachydios-Element, dieses Schleimelement, mehr Damage macht, aber auch eben, dass Fassbomben mehr Schaden machen. Und das ist echt super praktisch. Warte, ich leg gleich hier in die Trap. Du dämlicher Mann. Vollhorst. Es war Chacha wieder, hier liegt er da, dieser Idiot. Ah, die sind so moi. Nein! Ja, ich warte, bis du die Trap geplaced hast. Ja, Moment, ich muss aus meinem Kommen, bevor ich abkratze gegen St. Bariot. St. Bariot an sich hat, soweit ich weiß, gar nicht so viel Donnerschwäche, aber Dave wollte halt unbedingt dieses komische LS hier. Ja, weil es halt für beide ein bisschen Schwäche hat, das ist doch voll in Ordnung. Ja, also bei der schwarzen Diablos war es ganz okay. Huch, so, jetzt zum Kopf. Ja, du liegst halt wieder sonst wo in Bagdad. Ruhe. Boah, das haut rein. Nichts gebrochen irgendwie. Aber jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir Bariot. Ja, gut. Warte, weiß ich's gar nicht. Wenn nicht er, wer sonst? Was ist dieses Lied eigentlich? Ich kenne nur die erste Line. Ach, da keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Saufbierbänke-Lied. Irgend so ein Klassik-Scheiß. Klassik. Boah, willst du gerade eine meiner Lieblingsmusikrichtungen diffamieren? Volksmusik meinte ich. Ja, genau. Pardon. Ach Gott, dieses blöde LS. Das ist einfach so Porno, boah, wie wir ihn gleich zu Fall. Bring ihn zu Fall, Cornelius! Bring ihn zu Fall! So, super Hunting Action. Aber immerhin durch den Angriff. Einfach elegant. The ultimate art of just standing rum and don't get hit by Angriff. Das wollte ich mal machen eine Zeit lang so. Irgendwie God of rumstehen oder irgendwie sowas hatte ich geplant, aber es war dann so schwierig, dafür Videomaterial aufzunehmen. Weil manchmal gibt es ja wirklich diese Momente, du stehst da rum und... Wie Kayamba sich gerade auf den Boden geworfen hat, super gut. Hä, hey, was? Oh ja, und da ist der Sandsturm, wer den noch nicht kennt, die meisten kennen das dort. Noch gar nicht, wo. Ich dachte gerade, wirft sich schon in den Sandsturm, das ist nämlich ein sehr gefährlicher Angriff. Jetzt macht er! Ich zeige ihn hier gerade in 4K! Und ich bin durchgemolken. Echt? Mhm. Keine Ahnung, ich habe damit irgendwie überhaupt kein Problem mit dem Angriff. Ja, ich wollte ihn trotzdem zeigen und cool inszenieren, hör auf ihn zu diffamieren. Ja. Und meine Schau... Ja, aber nee, manche scheinen da wirklich voll Probleme mit dem zu haben. Zumindest bei Third war das so, habe ich ein paar Mal gelesen. Third. Oh, er streamt! HD-Version. Oh, kann man das mit normalem Earplug? Ja, das ist normaler Earplug. Ach, verflucht, ich bin so gewohnt zu hechten oder zu blocken. So, er macht nochmal. Nein! Ich bin aus Versehen zu nah an den Zaun. Nein! Okay, er ging auf dich. Oh je, ich bin gleich wieder tot. Nimm mal Life-Powder, bitte. Nee, warte, ich muss hier gerade den Tail angreifen. Ja, okay. Dann nehme ich selber. Ja, ich mach schon. Okay. Nein. Ich muss den halt erstmal ausrüsten. Ja. Boah, man kann sich hier voll hinter diesem fetten Stein verstecken, fällt mir gerade auch. Mach ich auch immer. Kann man da mit Bogen nicht durchschießen? Das wäre doch dann eigentlich voll der coole Trick. Ja, aber du komm, lass uns gleich erstmal den Dingelsglitch ausprobieren. Der ist voll geil und endlich Geldglitch gleich mal ausprobieren. Nennt mich hier Glitch-Heini.
Sykes, die Glitch-Schuhe. Nein! Glitch-Schuhe! Du bist so eine Glitch-Bitch. Was? Eine Glitch-Bitch. Vorsicht, Cornelius! Ah. Nein, Fauna! Arigato gozaimasu! Moment, poste deinen coolen Scheiß! Warte! Nice to this! Los, oh, er humpelt, wir können ihn capten, Mann. Ja, ich weiß, habe ich überhaupt noch eine Trap? Ja. Weißt du gar nicht, meine Tonspur halt so schwankt zwischen viel zu leise und einfach so völlig übersteuert. Aber Gott sei Dank kann Audacity das alles nachbessern. Audacity. Audacity! Aber sie, also die Umgebungen sehen schon übernice aus. Ja, ja. Aber in der Review... Ich gebe dem Spiel 7,5 von 10 Punkten. Ich gebe dem Spiel einfach knaller 20 von 10. So. So, hier meisterhaft gleich. Was? Oh nein! Also nein! Was soll dieser Mist? Ich wollte ja gerade die Schockfalle kommen, so. Der hat mich einfach voll fies. Nein! 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 Beruhigungsbombe! Okay, du hast schon. Ich will noch schnell in den Sandsturm noch rein. Yay! Hey, wir waren nicht mehr weggezogen. Cornelius, schau mal, ich bin der Herrscher der Wüste. Du bist der Herrscher überlebt und tot. Wie hieß dieser Anime? Aang, oder? Aang. Oder nein, das war ein Cartoon oder ein Anime, ich weiß es nicht. Ja, du meinst die Legende von Avatar. Aang. Ja, der Avatar. Aufbruch nach Aber Aang, Aufbruch nach Pandora. Aber Aang. Aber Aang. Das ist ja wie so eine Hahnart. Knusprig. Alter, wie wir die irgendwie gerade voll genutzt haben, die Viecher. Die sind doch eigentlich voll OP, dachte ich. Ich hatte mich schon irgendwie auf Two Deaths und so eingestellt. Ja, einen hatten wir, ja, also. Ja, aber meiner war es nicht. Ruhe, du bist bei den ersten Parts. Es fällt dir ein, Herr Käfer zu ernst. Götterkäfer, nein, Objektbeutel voll, du Affe. Ach Gott, wie herrlich. Blöd, Mann. Oh Mann. So. Doofkopf. Ja, ja. Oh, gleich hier zwei Wyvernsteine. Zwei Wyvernsteine beim. Ich hab schon. Das ist mein 10. jetzt. World Premiere. Ach so, nee, ich dachte, das wären Vogelwyvern, die wir bisher immer hatten. Nein. Hey, hier gibt's Honig unter der Getiefe. Ich bin der weiße Logiakus, ich bin eine Vogelwyvern. Seht nur mein Gefühl. Ich fliege bis zum Mond. Und noch viel weiter. Und noch viel mehr. Ach ja. Ach Gott, ja. Oh Gott. Also dann bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.